Na. So. Schwert mal wegstecken, nicht, dass mich die hier angreifen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Aha. Habe ich überhaupt Freunde? Und was für ein Brief hat mir jetzt geliefert? Bücher. Wo ist denn das? Brief eines Freundes. Oric, mit der Machtdemonstration eures Tum in Ahnenschimmerheiligtum habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand. Aha. Ach so, der geht noch weiter. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Eisenbundhügel richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Danke sehr. Ich hoffe, du lockst uns hier nicht in irgendwelche Falle. Fallen, natürlich. In der Mehrzahl, wenn schon, denn schon. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, bitte. Als das Kaiserreich sich dem Altmeribund ergab, brachte es Schande über uns alle. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nö, aber als Gefährte, ach, hier gäbe es auch noch einen Eingang auf der Seite. Naja, ich nehme den. Mal schauen, ob wir die Quest hier abgeben können oder ob die woanders rumgammelt. Warst das nicht du mit dem Ahnenschimmer-Ding? Habt ihr das Ahnenschimmer-Harz? Ja. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Wiederherstellungsmagie trainieren wir auch. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Der Schmerz lässt bereits nach. Trainieren wir mal ein bisschen hier. So, auf Level 23 und dann passt das wieder. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Ja, ich bin ja nicht religiös. So, was haben wir jetzt überhaupt noch für Quests? Ein Stich ins Herz. Ermorde den Anführer der Silbernen Hand. Ah ja, okay. Der Vermisste trifft Wulstein in der Festung Nordwacht. Ah ja. Mit den Graubärten in Hochrodgar. Da muss ich mal hinschauen. Weil das ist ja hier irgendwo, Hochrodgar. Ja. Von wo komme ich denn da hin? Besser gesagt, ich müsste doch da von Weißenfelsen aus irgendwie so darüber kommen, oder? Oder funktioniert das nicht? Ups. Ja, müsste funktionieren eigentlich. Ja, ich platziere hier mal eine Markierung und reise schnell nach Weißen. Nee. Erstmal. Kurz verkaufen. Dazu wieder runter ins Handelsviertel. Weil sonst läuft hier unser Inventar gleich wieder voll. Das wollen wir ja nicht. Ach, ja. Der hat ja nicht offen. Mal schauen. 3, 6 Stunden. Dann sind wir bei 9 Uhr und dann müssten die Läden auch aufhaben. Jo. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wo... Oh, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Und wenn alles steht zum Verk... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ach, der hat schon wieder kein Gold mehr. Oh Mann, ist das doof. Wieder. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als direkt hinzureisen. Und zu hoffen, dass wir da nicht allzu viel kriegen. In Flusswald könnten wir natürlich auch vorbeischauen. Und bei dem Handelskonto da ein bisschen was verkaufen. Wenn auch nur nicht viel, weil der wahrscheinlich nicht viel Geld hat, aber immerhin. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Oh, mein Pferd ist auch wieder da. Braves Pferd von Oric. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ja. Die Graubärte haben das Drachenblut also, nach Hochrodgar gerufen. Das ist so doch nicht euer Ernst. Ich bin nicht verkleidet. Uns ein paar Felle und Äste.
malen sie weiß an und binden sie an Stumpf. Und schon haben wir eine Frostbissspinne. Tolle Idee hier. Warum gehe ich jetzt eigentlich in die Schenke rein, wenn ich in... Ja, ich frag nicht. Ja, vielleicht kann uns der auch was abkaufen. Mal schauen, wie viel Geld der hat. Braucht er ein Zimmer? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? 112, naja, den können wir höchstens Essen verkaufen, ist ja doof. Schauen wir mal ins Handelskonto. Vielleicht hat der auch noch was Interessantes zu kaufen, ich glaub's aber nicht. Weil wir da ja doch schon jetzt ein höheres Level haben als ein Flusswald. Sieht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten. Bin ich auch und ich ignoriere dich gekonnt. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Vielen Dank, dass ihr euch um... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Na, klasse. Was hat der zu verkaufen erstmal? Kriegshammer, nicht wirklich was Sinnvolles. Bekleidung, nein. Waffen, orkischer Dolch. Nesselfluch braucht man ja jetzt auch nicht mehr. Stahlpfeil sowieso nicht. Ach, der hat einen Haufen Geld eigentlich. Die Lederrüstung kann weg. Und dann haben wir ja noch hier einen Haufen Bücher zum Beispiel. Die können ja alle weg. Und dann Amethyst. Kann eigentlich auch weg. Die können weg hier. Die Granatsteine kann, ja, können weg. Wir haben auch schon wieder einen Haufen Gold, fällt mir gerade so auf. Der Rubin kann weg. Schale, Schaufel, Schneebärenpelz braucht kein Mensch. Tassen, Teller, verbranntes Buch erst recht nicht. Seelenstein. Dann die Amethyst noch loswerden. Nein, nicht verkaufen. So. Also gut. Ach, das Sven. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ihr solltet einmal in den schlafenden Riesen kommen, um mich spielen zu hören. Ich wurde als Galder ausgebildet. Genau wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Nein, ich glaube nicht, dass ich zu dir komme. Ich hab's nicht so mit Barden. Von hier aus kommen wir nicht rauf. Nee, das ist auf einem anderen Berg, ja. Da müssen wir von weißen Felsen aus irgendwie raufkommen da. Also vom weißen Felsen, weil das ist ja dieser Hexenfelsen, glaube ich. Da werden wir schon irgendwie hinkommen. Na? Ach, Pferd, ich reite dich jetzt mal wieder, dass du auch mal ein bisschen beschäftigt wirst. Hier ist ein Wolf. Ein Schneewolf. Aber er ist nicht feindlich. Gut. Kommen wir hier überhaupt irgendwie rauf? Hier müsste man doch irgendwie so raufkommen, diese Felswand hoch. Habe ich gerade gesagt, hier müsste man irgendwie raufkommen. Alter, Geländepferd mit Allradantrieb. Cool. Dass das hier nicht rückwärts umkippt, wundert mich gerade irgendwie. Aber hier scheint ein Weg zu sein. Ja, hier ist ein Weg. Ist das da hinten gerade gewesen? Irgendein Vieh. Aha, cool. Also einfach mal den riesen dicken Pfosten hier noch. Dann werden wir, denke ich mal, zu diesem Ding kommen. Zu diesem... Festung oder was das sein soll, was ist das hier? Irgendein Betaltar. Wie es auch hier die Schneewehen schön raufzieht, finde ich cool. Hat schon was, diese Landschaft. Gib mal bitte ein bisschen Gas, Pferd. Ich weiß auch gar nicht, wie man das umbenennen kann, ob man das überhaupt umbenennen kann, das Pferd. Und wenn, dann würde mir auch kein Name einfallen, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja schon mit dem Charakternamen schwer getan, habt ihr ja mitgekriegt. So, und hier, ja, hier ist die Festung. Sieht auch cool aus. Und hier der Ausblick über Himmelsrand ist doch gewaltig episch. Gefällt mir. Die,
Festung ist auch cool. Hoch Rottgar.